Schon immer war den meisten klar, wenn man nur weit genug nach links abdriftet, kommt man rechts wieder raus und umgekehrt. In meinem ersten Video zum Thema links und rechts ist dasselbe, ging es noch um die menschliche Blindheit bei beiden Gruppen, nur eben mit anderem Fokus. Heute soll es um den Aspekt der Identität gehen. Der ist bei links mindestens genauso wichtig wie bei rechts. Und es ist richtig auffallend, wie konsequent diese Gemeinsamkeit von beiden Seiten nicht gesehen wird. Bei rechten Gruppen ist der Hang zur Identität offensichtlich. Die Identität am eigenen Volk, der eigenen Rasse oder auch der eigenen Religion, das sind Dinge, die man bei rechts sucht und dann auch finden wird. Die bekannteste Gruppe in Österreich, die den Ruf hat, rechts zu sein, hat den Begriff der Identität sogar im Namen. Bei linken Gruppen sind Menschen mit stark ausgeprägter Identität auch willkommen. Diese Identitäten haben allerdings weniger mit Geografie, Volk oder Herkunft zu tun, sondern mehr mit Geschlechterrollen und Sexualität. Eine Suche im Internet ergibt Listen von geschlechtlichen Identitäten von 60 bis hin zu 4000. Zumindest was den Identitätsaspekt und die Bedeutung der Identität angeht, kann man ganz unironisch sagen, dass sich Identitäre und LGBTQ-Community kaum unterscheiden. Und mehr noch, je extremer und radikaler ein Rechter oder ein Linker, umso extremer und radikaler wird er auch die jeweilige Identität verteidigen. Links und rechts, es ist nun mal dasselbe. Dass die Identität etwas menschlich Notwendiges ist, das zeigt sich spätestens dann, wenn man Identität in eine Suchmaschine eingibt. Eine Identität haben zu wollen, ist nichts grundsätzlich Schlechtes. Eine anzunehmen genauso wenig. Es ist evident, dass das unter anderem notwendig ist, um psychisch gesund zu bleiben. Trotzdem haben linke und rechte Identitäre große Probleme, andere Identitäten als die eigenen als wichtig und wertvoll anzuerkennen. Eben weil sie diese Gemeinsamkeit nicht erkennen bzw. erkennen wollen. Was soll nun ein genderqueerer Österreich-Nationaler machen, wenn er seine Identität vereinsmäßig betreiben will? Wie immer ist die Antwort: nicht radikal sein. Gehe zur Mitte. Ich weiß, die ist langweilig und unbefriedigend wegen der ewigen Kompromisse, aber sowohl links als auch rechts führen zu Unrecht. Und zu umso mehr Unrecht, je extremer man sich dorthin bewegt. Wenn du radikal sein willst, sei radikale Mitte. Danke für deine Zeit.